Leute, wir sind zurück bei Kingdom Hearts Final Mix. Im letzten Part haben wir Beweise gesucht und die Katze getroffen, keine Ahnung. So, und jetzt sind wir hier. Wir haben die Schatten aktiviert. Wir gehen jetzt hier rein und gucken, was passiert. Let's go. Von oben habt ihr eine bessere Übersicht. Dann mal los. Gehen wir hoch. Und ansprechen. Die Schatten sollten bald hier sein. Seid ihr auf das Schlimmste gefasst? Wenn nicht, Pech gehabt. Auf geht's, der nächste Boss. Angriff! Scheiße. Oh, Vorsicht. Ah, komm. Na, geht doch. Dieser Boss ist mega nervig. So, nice. So, komm. Sora, ran da. Aua. Los, Sora, Brudi. Hau ihn wieder runter. Nice. Wir haben ihn gleich. Yes, das war's. Flammenwall erhalten. So ein Lärm. Wie soll ein Türknauf da Schlaf finden? Was war das? Habt ihr es gehört? Als ob etwas geschlossen wurde. Dieser Gummistein ist nicht wie die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Ausgezeichnet, du bist ein Held. Falls ihr Alice sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein! Zurück zum Gummijet! Wir werden in anderen Welten nach ihr suchen! Wir müssen zu einem Speicherpunkt, um zum Schiff zurückzukehren. Ja, da sind wir auch schon. Das war sehr einfach. Let's go! Speichern wir hier. So, Gummijet, let's go! Auf geht's in die nächste Welt, würde ich sagen. So, jetzt heißt es wieder mit Gummijet fliegen. Wie gesagt, noch brauchen wir nicht bauen in den ersten drei Welten.
weil wir haben eh noch nichts Gutes. Wir kommen mit dem Projekt hier schneller voran, als ich das eigentlich gedacht habe. Auch wenn es trotz allem ein bisschen länger gehen wird. So, sehr schön. So, das heißt, von denen haben wir den Bauplan wahrscheinlich schon. Sonst würden wir ihn schon kriegen, glaube ich. So, sehr gut. Leute, was haltet ihr eigentlich von dem Projekt bis jetzt? Ich bin ja riesiger Kingdom Hearts Fan. Wie sieht das bei euch aus? Mögt ihr Kingdom Hearts oder ist das eher nicht so euer Ding? Würde mich interessieren. Uah, Brudi, ganz vorsichtig. Ah, den Bauplan haben wir noch nicht. Den gönnen wir uns mal. Oh, shit. Perfekt. Nein, Moody. Oh, das war knapp. So, wo landen wir jetzt gleich? Ah, ja, das wird ekelhaft. Der Boss hier ist richtig scheiße. Glaubst du, hier werden wir unseren König finden, Donald? Nein, ich glaube nicht. Was sollte er denn hier wollen? Das Landen können wir uns sparen. Wäre bloß Zeitverschwendung. Moment mal, vielleicht sind aber Kairi und Riku hier. Unsere Mission geht vor. Wir werden ein neues Ziel anfliegen. Ich will aber, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen. Weiterfliegen. Landen, habe ich gesagt. Oh, lass das. Nimm deine Finger da weg. Oh, mein Kopf. Donald? Goofy? Und es geht sofort mit der Action los. Aua! Das war's. Easy. Sabor. Gefahr. Danke. Danke. Wo bin ich hier gelandet? Gelandet hier. Okay. Wo sind die anderen hin? Hör zu, ich habe meine Freunde verloren. Hast du sie gesehen? Hm? Freunde. Freunde. Genau, meine Freunde. Zwei. Und der Laute, das ist Donald. Hä? Ach, weißt du was? Vergiss es. Ich suche meine Freunde Riku und Kairi. Hm. Freunde suchen. Hm. Riku. Genau. Freunde. Kairi. Richtig.
Freunde, hier. Wirklich? Freunde, hier. Ist jetzt nicht ganz klar, aber zeig mal. Bring mich zu Rico und Kairi. Tarzan. Tarzan gehen. Und ich Sora. Tarzan gehen, Sora auch gehen. Donnerwetter, wo sind wir? Hoffentlich ist Sora nichts passiert. Ich auch immer. Wir finden den König schon alleine. Ja, nice. So, wir sind zurück. Wir sind jetzt im tiefen Dschungel. Tarzan hat ein paar geile Abilities. Ich möchte auch gerne mehr Abilities anlegen. Aber hier können wir noch nichts großartig machen, ne? Weil wir haben halt kaum, wir haben halt immer noch kaum Fähigkeiten oder so. Das heißt, wir folgen Tarzan einfach. Tschüss. So, hier können wir speichern. So, dann gehen wir erst... Ja, war klar. Mega-Ether. Ja, moin. Den nehmen wir gerne mit. Und dann rein hier. Oh, yeah. Surfen, Bruder. Geil. Let's go. So, hier könnte ja ein bisschen gefährlich werden. Aua. Genau so gefährlich, wie ihr es eben gerade gesehen habt. Ich bin ein Trottel. Ah, wir haben es geschafft. Sehr gut. So, sammeln wir jetzt erstmal die Dias. Die müssen wir eh alle sammeln. So, Dia 5. Da ist noch eins. Dia 2. Hier oben haben wir noch eins. Dia 4. So, ein Dia müsste uns, glaube ich, noch fehlen, oder? Egal, gehen wir erstmal ins Zelt. Jane. Tarzan. Oh, und wer ist das? Hallo. Ich bin... Oh, du sprichst meine Sprache. Dann bist du offensichtlich nicht mit Tarzan verwandt. Bist du hier, um die Gorillas zu erforschen? Das bezweifle ich. Sora! Goofy! Donald! Wie im Zirkus. Für die Gorilla-Jagd eher unbrauchbar. Mr. Clayton, wir studieren sie, wir jagen sie nicht. Wir forschen. Tja, je mehr, desto lustiger. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Tja, also ich bleibe. Hä? Sora, guck mal, was wir gefunden haben. Sieh dir das an. Oh. Was ist das?
ein Gummistein. Dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, du kannst mit mir mitkommen. Zumindest vorübergehend. Ein Protestgummi. Ja moin, Alter. Donald ist im Moment ziemlich nutzlos, solange er nicht Vita kann. Also Wayne, wir nehmen Goofy mit. Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen. Richtig, du suchst also jemanden? Ja, er sagt, Rico und Kairi seien hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias, vielleicht trifft eins davon dieses Wort. Oh, wo sind denn all die Dias hin? Nice. Was hast du denn, Sora? Was? Ach, gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wieso? Ich habe meine Insel nie verlassen. Gut, wir haben noch nicht alle Dias. Dann einmal raus. Ein Dia fehlt noch. Die Frage ist, wo ist das? Da liegt es doch. Lol. Dia 3. Genau. Und Tarzan? Wo sind meine Freunde Rico und Kairi? Hey, ich dachte... Da kommt nur ein Ort in Frage. Junger Mann, wir sind nun schon seit einiger Zeit in diesem Dschungel. Und trotzdem sind wir deinen Freunden noch nicht begegnet. Ich wette, sie sind bei den Gorillas. Tarzan weigert sich aber, uns zu ihnen zu führen. Also wirklich, Mr. Clayton, Tarzan weigert sich nicht... Dann bring uns schon hin. Bring uns zu den Gorillas. Gorillas. Tarzan, bist du sicher? Tarzan, gehen zu Kerchak. Kerchak? Das muss der Anführer sein. Wunderbar. Ich gehe als Eskorte mit. Immerhin ist es im Dschungel ziemlich gefährlich. Der hat doch nichts Gutes im Sinne, der Clayton. So, aber wir gehen erstmal weiter. Oh, shit. Der ist auch schon wieder da. Der dreckige Tiger, Alter. Au! Das war's. Geh mal weg, Alter. Genau, renn. Renn, du Lappen. So, einmal hier. So, und dann gehen wir zu den Gorillas. Ach, scheiße, ja. Jetzt seht ihr einer der großen Nachteile von Kingdom Hearts 1. Um die Triogramme zu aktivieren, müsst ihr immer an einem Speicherpunkt, damit ihr eure Gruppe ändern könnt. Nein! So, dann öffnen wir mal die Truhe, was gibt's? Nur Welpen, toll. Nee, wir lassen die beiden mal im Team. Wir nehmen Tarzan jetzt nicht mit. So, los geht's. So, hier im Nilpferd-Tümpel können wir uns einiges holen. Wenn wir es richtig machen. Und zwar nicht so.
Na, nice, geht doch. So, und einmal rüber. Och, komm, Sora! Spring doch, du Lappen! Was soll denn das? So, perfekt. So schwer ist das doch gar nicht, Bruder. Ach so, hier kommen wir noch gar nicht rüber. Toll. Hat sich richtig gelohnt, Alter. Mega Potion. Ja, nice. Nee, da kommen wir noch nicht rüber. Da brauchen wir erst eine bestimmte andere Fähigkeit, glaube ich. So, mehr gibt's hier sonst gar nicht zu holen, bis auf die Truhe da. Die holen wir uns aber. Ach komm, Sora, Alter. Oh, was für ein Lappen. Ich raste aus. So, geht doch. So, wieder nur Welpen. So, ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen, aber wir gucken mal. Kertschak, bitte hör mir zu. Ich weiß, dass Nistplätze geheim sind. Aber ich vertraue ihnen. Ich möchte ihnen helfen, weil... Naja, weil sie uns brauchen. Oh, hast du das verstanden? Wow! Kertschak! Kertschak! Irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Hat er zu dem Baumhaus rüber gesehen? Mit ranspringen, ja. Gut, springen wir einmal ran. Sehr gut. So, nehmen wir einmal die Truhe mit. So, wieder rüber. So, komm, Sora, du schaffst es. Zack, dann einmal hoch. So, das wird später wichtig werden. Oha. Hier ist noch ein Triogramm. Blitzragummi, ja moin. Warte, Kertschak, bitte! Das ist ein Missverständnis. Ich habe nur versucht... da kam eine Schlange an. Ich habe dem armen Gorilla das Leben gerettet. Tja, das glaube ich ihm nicht. Aber was soll's. Dann heißt es wieder runter, glaube ich. Das heißt, wir dürfen noch mal surfen. So, yeah! So,
Sehr nice. So, diesmal werden wir hoffentlich nicht getroffen. Ja, genau, Sora. Gut gemacht. Ich beschwör's noch auf, Leute, und krieg schön auf die Fresse, Alter. So läuft das. So, und wir sind da. Gehen wir mal hier rein. Wie konnten Sie das nur tun? Hören Sie, Miss Porter, ich hatte es doch nicht auf den Gorilla abgesehen. Wehe, Sie wagen sich wieder in die Nähe der Gorillas. Alles wegen so einem kleinen Missgeschick. Kommen Sie. Was mache ich bloß mit diesen Schwachköpfen? Diese verfluchten Gorillas. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Alle! Ich werde sie schon irgendwie aufstöbern. Darauf verwette ich mein Leben. Hm? Das klang nicht gut. Lol. Mr. Clayton ist kein schlechter Mensch. Er ist nur aufbrausend. Doch, er ist ein schlechter Mensch, aber was soll's. Speichern wir erstmal. Bevor wir rausgehen, let's go. Die Herzlosen! So, let's go. Jetzt müssen wir diese Affen hier killen. Was? So, weg mit euch. Zack. Easy. Protestgummi erhalten. Nice. So, weiter geht's. So, komm. Nein. Ja. So, weg mit euch. So, das war's mit dem. Nice. Da haben wir ein Feuergummi gekriegt. Dann geht's jetzt mal hier schnell hin. Donald hat ein Level erreicht. Ja, perfekt. So, Alter, der hält viel aus. So, tschüss. Komm her, du Affe, Alter. Ich bring dich um. So, tschüss. Nice. Easy. So, hier gibt's aber noch ein bisschen was zu holen. Ja, gut gemacht, Sora. Das war richtig geplant von mir. Das hat man gemerkt, oder? So, Mega-Potion. Mithril-Erz. Gibt's hier noch was? Nein, alles klar. Dann wieder zurück. Ach so, ja, das ist so ein besonderer Herzloser. Egal. So, die machen wir noch fertig. So, komm. Rudi, hau ihn doch. Mann. Ja, komm, töte ihn doch. Oh. Oh Gott, die sind ätzend. Die können Bananen werfen und so ein Scheiß, Alter. Kochrezept 1. Ofen anmachen, nicht die Finger verbrennen. Ja, lol. Hat sich richtig gelohnt, Alter. So, Leute.
Dann würde ich aber sagen, ich beende den Part an der Stelle. Im nächsten Part werden wir weiter die Affen retten müssen. Und ja, seid gespannt. Die Gorillas. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!